Herzlich willkommen bei Carcass Performance, ihr Lieben. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Und zwar, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, als ich mit Julien die tolle Fahrt bei Nacht gemacht habe mit meinem Porsche, mit unserem KKS Porsche. Was sind wir gefahren? Irgendwas mit 5 Sekunden? Irgendwas mit 5 Sekunden bei angeblichen 1000 PS war, oder bei 1000 PS. Das war zu peinlich, sagen wir so. Ja, es war nicht gut. Was heißt peinlich, aber das ist halt so, dass der Ladedruckaufbau sehr schlecht war bei dem Auto. Der hat erst Ladedruck gehabt bei ungefähr 130 km/h. Und dadurch kam halt diese schlechte Zeit zustande. Das müssen wir ändern. So sieht es jetzt aus. Wir haben das Ding rausgebaut, komplett auseinandergenommen. Chris hat Hand angelegt, hat den Motor komplett zerlegt und einige Ideen gehabt mit mir zusammen. Und Chris ist da wirklich der Experte, hat sich einiges überlegt. In stundenlanger Gedankenarbeit hat er sich überlegt, wie man es besser macht. Und wir machen jetzt einen, naja, ich sag mal, GT3-Umbau. Das heißt also, der Wagen bekommt GT3-Köpfe, gemachte Köpfe, und festen Ventiltrieb. Und ja, das gucken wir uns gleich mal an. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal die Teile an und Christian kann auch mal was dazu erzählen. Kommt mal mit, wir zeigen euch das mal. So. Hier ist er schon am Machen wieder, der liebe Chris. Guten Tag, Chris. Ganz konzentriert. So, ihr seht hier die neuen Köpfe liegen. Das sind, also im Prinzip sind es GT3-Köpfe mit speziellen Ventilführungen, mit festem Ventiltrieb. Das heißt also, du hast hier diese Stößeltassen und nicht mehr die Hydrostößel. Haben wir irgendwo Hydrostößel, die wir mal zeigen können? Nee, also. Haben wir jetzt gerade nicht. Na gut, sieht doch gerade so schön aus. Nee, das sind ja Hydrostößel. Ja, okay, die sind aber umgebaut auf fest. Die haben ja jetzt quasi umgebaut, genau, dass sie dann fest sind. Bei Hydro normalerweise hat er einen Puffer dazwischen. Genau. Und der mit Öldruck dann das Ventilspiel quasi ausgleicht. Sprich, im Endeffekt ist er so und mit Öldruck ist er dann halt auf null Ventilspiel. Den haben wir jetzt aber auf fest umgebaut, weil wir ja Drehzahl fahren wollen. Genau, erzähl mal ein bisschen was zu den Ventilführungen. Die sind auch speziell, ne? Ja, es ist auch so ein Spezialmaterial, weil Porsche Krankheit schlagen die Teile halt aus. Warum? Weil die zu kurz sind, ne? Die sind zu kurz. Die sind erstens zu kurz und aus so einem blöden Material, dass die dann halt einfach ausballern. Und durch die Ventile, die schlagen die aus, auch genau, nicht groß sind, schlagen die dann einfach aus. Genau. Gerade bei diesen GT3-Köpfen. Und die vibrieren dann, fangen an zu vibrieren, mhm, oder? Und ja, und sind dann nicht, laufen sind nicht mehr gerade, ne? Ja, genau. Die kommen dann hier rein und dann hast du ja zu, genau, viel Spiel drin, die Auflagefläche, dann kann die undichtig werden. Richtig. Und so, und Christian ist gerade dabei, oder ist das schon fertig mit dem Ventilspiel? Ventilspiel ist fertig, ja. Ja, Ventile sind eingekürzt. Genau. Wie gesagt, fester Ventiltrieb mit den jetzt Tassenstößeln. Ja, die Federung, da hast du dir auch was überlegt, ne? Was war da jetzt anders? Da kommt jetzt so ein Spezialmix rein, dass, okay, wir genug Federkraft haben. Spezial KKS sozusagen. Das war halt Spezial Chris KKS. 3 bar fahren können und wenigstens 8.500 Umdrehungen fahren können. Genau, also was ist das Ziel? Warum machen wir das eigentlich? Erklär mal den Leuten, dass die das verstehen, warum wir das Ganze überhaupt machen. Also, dass wir schneller sein wollen, ist klar. Schneller ist aber gut. Was ist der Unterschied? Weil, erklär doch mal, was ist der Unterschied zu vorher? Vorher war das wie? Vorher hatten wir wie viel Umdrehung? Wann hat der Turbolader angefangen zu spulen? Ja, das ist ja gewesen. 4.500, 5.000 war er da gewesen und dann, ja, mussten wir ja schon bei 7.4 schalten. Bis 7.4, das heißt also, wir hatten ein Drehzahlband von ungefähr 2.500 Umdrehungen, ja, also Pi mal Daumen, bei dem wir den vollen Ladedruck hatten, also volle Leistung hatten. Ja? Und dann war aber noch das Problem, dass wir halt dann fast 3 bar fahren müssen für diese, genau, 1200 plus. Richtig, also viel zu viel Ladedruck, genau, viel zu kleines Drehzahlband. Was machen wir jetzt? Wir wollen weniger Ladedruck fahren, weil wir haben ja auch, haben wir vergessen, andere Nockenwellen drin. Genau. Diese Nockenwellen sind aus dem GT3 RS. Was ganz Tolles. Damit können wir viel mehr Drehzahl fahren. Wir haben eine viel bessere Füllung. Und wir hoffen uns daraus, das werdet ihr natürlich alles miterleben, dass wir früher den Ladedruck anstehen haben und natürlich auch mindestens 1000 Umdrehungen weiter drehen können, richtig? Genau. Dass der nächste Schalt am Schluss, mhm, halt wieder da ist, weil vorher war das Problem, du hast geschaltet
Dann warst du gleich aus dem Band wieder raus. Dementsprechend musst du ja Lader jetzt wieder anpacken. Genau. Und jetzt hast du dann halt vom nächsten Ganganschluss bist du gleich hier im Drehzahlband vom Turbolader drin. Also im Idealfall hätten wir bei 4.500 vollen Ladedruck und der würde dann stehen bis 8.500. Das heißt also, wir haben dann 4.000 Umdrehungen anstatt vorher 2.500 Umdrehungen. Bei gleicher Übersetzung würde das bedeuten, dass wir bei ungefähr, also denke ich mal ungefähr bei 90 reiten, dass ich bei 90 reintreten kann und bei 100 km habe ich vollen Ladedruck und habe einen Schaltvorgang und somit müsste so ein Auto auf jeden Fall eine niedrige 4 fahren oder wenn nicht sogar eigentlich müsste es eine 3 Sekunden fahren, aber das werden wir mal sehen. Ja, müsste eigentlich schon. Kommt natürlich darauf an, wie ich schalte, wie ich fahre oder wie Chris fährt, je nachdem, wer denn gerade mit dem Auto fährt. Ich bin halt, was bin ich gefahren? Weil du warst ein bisschen schneller, ne? 4-4-4-5 oder so bin ich gefahren, ja. 4-5 hast du geschafft. Na gut, wir haben nur 5-1 an dem Abend geschafft, zu zweit mit vollem Tank. Ja gut, aber da hatten wir auch festgestellt, da war die Map, das Mapping war noch mit wenig Ladedruck. Ja, genau, waren ja nur knapp 1000 PS gewesen. Ja genau, das war weniger Ladedruck, weniger Leistung. Aber das muss viel, viel besser werden und deswegen machen wir das Ganze, den ganzen Aufwand. Völlig bekloppt natürlich, wie immer. Aber was soll's, Leben muss ja Spaß machen. Ja, na gut, ich will mal den Unterschied zeigen. Was an den Köpfen anders ist, da werden jetzt bestimmt viele Fragezeichen. Ah ja, genau, kannst du mal gleich einen Vergleich machen. Wir haben hier einen originalen Kopf, also originaler Turbokopf, 906, 907, quasi gleich. Der ist schon ein bisschen bearbeitet, weil wir schon die Ansaugstutzen quasi vom Sauger haben und die sind schon mal größer im Durchmesser. Mhm. So, jetzt haben wir aber GT3. Ich weiß gar nicht, ob du das auf der Kamera so gut rüberbekommst. Hier reinleuchtest. Hast du mal eine Lampe vielleicht? Warte. Sieht man halt echt. Ja. Okay. Jetzt ein Vergleich. Ja doch. Da ist halt schon viel, viel mehr Platz drin. Ne? Viel, viel mehr. Wollen wir mal hier? Ja, doch. Doch. Das ist schon sehr, sehr viel mehr. Sehr viel mehr Platz. Und was halt wirklich der krasseste Unterschied ist, musst du dir mal die Ventile angucken. Das ist jetzt das neue Auslassventil, Einlassventil im Durchmesser. Ach du Scheiße. Ein bisschen größer. Krass. Ja. Und daher kriegen wir dadurch schon ein bisschen mehr Leistung. Auslassventil halt auch ein bisschen größer. Mhm. Die ganze Strömung bei dem Kopf ist halt auch anders. Wesentlich besser, ja. Ja. Ist halt ein Saugerkopf. Der Saugerkopf, die machen ja saugermäßig, fahren so 450, 480 PS. GT3. Ich glaube, bei dem war es 450, 907 GT3. Genau, ihr könnt ja mal nochmal. Ja, kommt ja noch drauf an, ob es der 3,8er ist oder 4 Liter. Weil genau. Der 4 Liter richtig. RS macht, glaube ich, 480 PS. Mhm. Und im Vergleich dann zu dem Turbo, der Turbo hat 480 Turbo PS. Genau. Und der andere hat 450 Sauger PS, also 30 PS weniger, obwohl da zwei genau. noch quasi fehlen. Ja, also. Ja, das ist also deswegen. Ja. Und aus unserer Erfahrung heraus ist es halt eben so, dass der Ladedruck dann wirklich viel früher ansteht und auch man braucht wirklich viel weniger Ladedruck, um die Leistung zu erreichen. Ja. Also. Mal gucken, aber ich denke mal, mit 2 Bar ist man da schon, wo man vorher mit 2,6 oder 2,7 Bar war. Ja, und das ist natürlich eine viel, viel weniger Belastung für die Motorinnereien und für das ganze System und ja, schonender und trotzdem schneller. Das ist das Ziel. Ja, dann würde ich sagen, willst du noch was zeigen oder? Erstmal nicht, oder? Jetzt erstmal nicht, ne. Erstmal nicht. Dann mal was machen. Genau, dann das war jetzt das erste Video zu dem Porsche, KKS Porsche. Da kommen noch einige weitere, wenn Chris zusammenbaut. Dann mal sehen, dass wir mal ein bisschen was aufnehmen. Prüfstandsvideos kommen dazu, Fahrvideos, also einige Videos kommen. Freut euch drauf. Bis demnächst.